Menschen. Publikum. Ah, oh, verzeihung, ich hatte schon lang kein Publikum mehr. Ja, vor über 20 Jahren haben Sie mir hier buchstäblich den Saft abgedreht. Seitdem sitze ich im Dunkeln. Ja, ganz allein. Staub und Dreck. Ich liebe Publikum. Ich wurde geradezu erschaffen für Publikum. Ja, erschaffen. Wann? 1954. Gut gehalten, nicht wahr? Ich hatte ja auch über 20 Jahre Schönheitsschlaf. Aber jetzt Publikum. Ja, ich wurde erschaffen. 1954 von den Engländern. Ja, die Engländer haben mich erschaffen. Feinstes englisches Tuch. Und wozu? Zu ihrer Unterhaltung. Entertainment. There's no business like show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you're stealing that extra bow. There's no business like show business. Ja, von 1954 aus dem gleichnamigen Film mit Marilyn Monroe. Ja, ich habe sie alle hier gehabt. Marilyn Monroe, James Dean, Elizabeth Taylor, Robert Redford, Paul Newman, alle waren hier, hier auf meiner Bühne. Ja, auf der Leinwand natürlich. Ja, und dann 1957, da kamen dann die Jungs von der Bundeswehr. Und auch sie wollten unterhalten werden. Naja, ich habe ihnen gegeben, was sie wollten. Zum Beispiel... James Bond. Wen hat er zuerst gejagt? Dr. No, ja. Und wen hat er getroffen? Am schneeweißen Strand der Karibik. Ja. Ursula Andres, ja. Das erste und einzig wahre Bond-Girl. Und was? Was hat sie gesungen, als sie aus dem kristallklaren Wasser stieg, mit zwei großen Kokosnüssen in der Hand? The man should not hang can watch for the moon. Underneath the mango tree, my honey and me. Make Boolaloo soon. Make Boolaloo soon. Als Aufklärungsfilm habe ich Ihnen dann Lolita gezeigt von Stanley Kubrick. Und für diejenigen, die es nicht verstanden haben, Oswald Collin mit seiner Helga oder Frau Oberst mit ihren Nichten. Peinlich. Naja, das war eher unter meinem Niveau. Die Jungs, die liebten es eben rustikal. Zum Beispiel so. Wenn du mich nochmal duzt, tauche ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. Oder auch. Antworte, sonst pflüge ich dich durch die Botanik, dass man dich für eine abgeknickte Tulpe hält. Bud Spencer und Terence Hill, die Ikone des Spaghetti-Westerns. Naja, dann einmal 1970, da habe ich was probiert. Love Story. Love Story. Ja, mit Ally McGraw und Ryan O'Neill. Naja, da konnten sie ihre Perlen mitnehmen und mal zeigen, dass sie auch eine romantische Ader hatten. Naja, aber ansonsten mehr so Puff Puff, Ping-Ping, sowas, Action, Western, Science Fiction. Apropos, 1985, was war der Knaller 1985 im Kino? Zurück in die Zukunft. Zukunft. Von wegen Zukunft.
Danach war Schluss. Danach haben sie mich missbraucht für Fortbildungen und Schulungen. Ich habe eine Bühne von über 170 Quadratmetern, einen Orchestergraben, passen locker 30 Mann rein. Was glauben Sie, was ich hier alles machen könnte, wenn ich könnte, wie ich wollte? Aber ich kann nicht, also noch nicht. Meinen Sie, ich würde hier Schulungen machen? Naja, vielleicht auch, aber nicht nur. Ja, dann also 1993, da durfte ich noch einen Film zeigen mit meinem Liebling John Wayne. Der längste Tag über die Landung der Alliierten. Ich hatte gewünscht, der längste Tag wäre nie zu Ende gegangen. Dann ging er aber. Und danach war endgültig Schluss. Seitdem sitze ich im Dunkeln, in Staub und Dreck. Aber jetzt, ich gehöre doch hierher, hier zu euch. Oh, du mein Publikum. Lang hast du auf mich gewartet, aber jetzt bin ich hier und ich will dir all das geben, worauf du die ganzen Jahre gewartet hast. Shows, Musik, Theater, Tanz, Kino, Kleinkunst, Großkunst, kleine Feste, große Feste, Festivals, Varieté und all das in diesem unvergleichlichen Rahmen, in dieser einzigartigen Eleganz, die euch nur ein Kind der 50er Jahre bieten kann, nämlich ich. Verzeihung, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Gut, also gut. Mein Name ist Globe. Mr. Globe. Was ist denn? Wie sehe ich denn aus? Warum sagt mir das denn keiner? Verfahren an allen Ecken und Enden! Naja, das dürfte kein großes Problem sein. Da muss man einfach nur Nadel und Faden oder sowas oder ein bisschen Farbe, dann ist das schon, oder ein bisschen Tesafilm. Das wird nicht billig. Okay, mal schauen. Money. Das befand sich in der Richmanswelt. Money. Always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money would be funny in the rich man's world. Schon mal da sind, vielleicht könnten Sie ja, also wenn Sie können, oder vielleicht haben Sie ja auch schon, es gibt eine kleine Gruppe von Kennern, die sich zusammengefunden haben, um mir zu helfen. Nein! Um mich zu retten. Ja, schließlich bin ich ein Denkmal. Ein einzigartiges Denkmal, ein erhaltenswertes Denkmal, ja? Ich meine, schließlich, Shows, Musik, Theater, Kultur, Begegnung, Stars. Sie wollen es doch auch! There's no people like show people. They smile when they're low. Angels come from everywhere with lots of check, and if you lose it, there's no attack. Where could you get money that you don't give back? So let's go on with the show. Let's go on with the show!